Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Mercedes-Benz. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt natürlich aus Deutschland und ist in der Automobilbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 6,6%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 37% und das liegt in einem sehr guten Bereich und daher vergebe ich hier insgesamt einen vollen Punkt. Dann zum zweiten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier haben wir ebenfalls einen Wert von ca. 37% und das ist ebenfalls sehr gut meiner Meinung nach und damit gibt es hier von mir ebenfalls einen vollen Punkt. Dann zum dritten Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 2,2 auf 5,0 Euro je Aktie. Allerdings gab es hier in diesem Zeitraum zwei Dividendenkürzungen und damit gibt es hier von mir insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich gefallen und zwar von 2 auf 0 Euro je Aktie. Und hier gab es in einem Jahr überhaupt keine Dividende und das war im Jahr 2010. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen Minuspunkt. Dann zum fünften Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um 8% angestiegen und das ist ein sehr guter Wert, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum sechsten Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognose entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende fallen und zwar von 5 auf 4,92 Euro je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenschätzungen und damit vergebe ich hier 0 Punkte. Dann kommen wir zum letzten Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Gewinn je Aktie fallen und zwar von 13,55 auf 11,57 Euro je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenschätzungen und daher vergebe ich ebenfalls keinen Punkt. So, damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Mercedes-Benz in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 2,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Dividendencheck landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Dividendencheck und hier landet Mercedes-Benz momentan mit den 2,5 erreichten Punkten hier auf dem 10. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die abgeschlossenen Jahresranglisten zum Dividendencheck für die Jahre 2022 und 2021 könnt ihr übrigens direkt oberhalb dieser Rangliste über diesen Link hier abrufen. Und auf die Seite, wo ihr hier seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Mitte Februar 2023. Und dann haben wir hier noch die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt kann man hier sehen, dass momentan der Kurs aktuell unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen.
Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.